Herzlich willkommen zurück zu The Outer Worlds. Peril on Gorgon. Dabei sind wir gar nicht on Gorgon. Sondern... Ach, wie hieß das hier nochmal? Moment, wir sind nämlich gerade auf Olympus. Genau. Beziehungsweise auf der Umgebung von Olympus und werden jetzt hier diese Tür aufschließen. Ja, müssen oben die Steuerung nur neu starten. Was soll da schon schief gehen? Ich kann mir gar nichts vorstellen, was da schief gehen sollte. Und ich frage mich immer noch, was ist in diesen 150er Kisten? Sind da dann legendäre Waffen drin oder irgendwas? So, mal schön nach oben. Achso, hier ist einfach nur ein Fahrstuhl. Achso, ich dachte, wir müssen nur hier was aktivieren. Nee, so einfach ist das nicht. Aber gut, die Turbinensteuerung soll ja auch ganz oben sein. Oh, wir können rausgucken. Jawohl. Und wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Cool Nebel. Eieiei. Oh, wow. Ich will da nicht hoch. Guten Tag. Ach, da sind nur Roboter. Vielleicht schlägt ja der Blitz da ein. Der hat es nicht geschafft. Willkommen, Benutzerin. Junior Elektrotechniker Nummer 09. Elektromechanische Turbine aktivieren. Status der elektromechanischen Turbine. Wartung erforderlich. Turm 1 und Turm 2 sind offline. Diagnose. Wartung erforderlich, ja. Super. Das hat ja schon mal gut funktioniert, würde ich sagen. Was soll schon schief gehen? Ja. Mich interessiert nur, was hier vorne noch mit dem Wissenschaftler ist. Da haben wir eine Schockkanone Hyper. Das klingt natürlich auch interessant. 739 Schaden pro Minute, Energiewaffe. Aber gut, wir haben Energie, haben wir unseren Flammenwerfer 2.0 mit diesem Nanoschaden, oder mit dem Nanostrahl. Da geht natürlich nichts drüber. Damit das ja mal klar ist. Wenn wir nochmal eben nachladen, werden wir brauchen. Das werden wir mal sowas von brauchen. Die Munition werden wir brauchen. Ja, alles mitgenommen. Die Überbrückungskontakte müssten wir auch schon Tausende haben gefühlt. Na gut, dann oh, guck mal, hier ist noch. Wollen wir mal hochgehen? Oder erstmal hier aufräumen. Ach ja, das wird super. Wo ist der denn jetzt? Huss, ich bin tot. Nein, ich habe hier auf meine Gesundheit geachtet. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Wahrscheinlich sind wir jetzt nochmal da, wo wir das... Hier sind wir, okay. Den ganzen Kram hier nochmal aufsammeln. Ich denke mal, looten können wir zur Not dann auch danach. Na, was haben wir denn hier Schönes? Sicherheitsdiagnose. Status online. Sicherheitstürme sind betriebsbereit. Mhm. Müssen wir nur die Türme jetzt aktivieren. Ich speichere nochmal. Ah. Ist ich schon nicht ohne jetzt. Man könnte natürlich auch versuchen zu schleichen. Ach, ist das ein Fighting? Ja. Gibt der einfach ab. Aber machen wir erstmal den Großen hier kaputt. So, heilen. Sehr gut, der ist down. Max ist gleich tot. Dafür haben wir jetzt nur die zweite Luft. Ja, gut. Ich hätte nur vorhin einmal heilen müssen. Okay, das ist unserer, der hier so rumlärmt. Das waren aber nicht nur die. Ne, da unten ist auch noch einer. Komme ich da nicht ran? Oh,
schießt denn da noch? Sam? Ach, kein Scheiß. Was sind da noch? Wo seid ihr denn? Wieso seid ihr denn jetzt auf der anderen Seite? Das macht doch keinen Sinn, ja. Wo sind die denn auf einmal alle? Einmal hier nachtanken. Der fliegt aber schön weg. So, Max ist down. Sam ist down. Was hält er denn aus? Das alle jetzt? Nee. Shit, da ist ja noch so ein Ding. So. Speichern. Jetzt müssen es aber alle gewesen sein. Gut, ich weiß, warum ich eben drauf gegangen bin. Wahrscheinlich waren da einfach zu viele getriggert. Ach ja. Wird mir ganz schlecht, wenn bei dem jetzt hier die Muni wegging. Ich glaube, das war der, wo wir die Feuerrate erhöht haben. Das ist schon nicht schlecht. So. Turm 1 haben wir auf grün. Ich muss an die Kiste. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Glück gehabt. So, wie komme ich jetzt hier wieder weg? Puh. Ich dachte schon, ich komme da nicht mehr weg. Ups. Ich glaube, wir gehen dann doch lieber den regulären Weg. Ich weiß, das ist langweiliger. Aber führt denn hier vielleicht doch eher zum Ziel. So. Zack, Nummer 2. Dann können wir es jetzt nochmal probieren. Turbine aktivieren. Erfolgreich. Perfekt. Achso, wir können natürlich noch mal ins Inventar gehen und noch mal alles reparieren. Zack. Vielleicht sind wir sogar im Planeten, wenn ich mir das hier so angucke. Den Olympus sah ja schon wie ein Gasplanet aus auf der Karte. Na, hier ging's runter. Knatsch. Achso, wir kommen da ja immer noch nicht durch. Das heißt, wir müssen wieder hier durchklettern. Guten Tag. The facilities back on the grid and my pipes again floweth with the sweet, sweet essence of my salvation. I suppose I have you to thank for realigning the machine. Of course, Jasper, you imbecile. Wir strecken unsere Hand erwartungsvoll aus. Right, yes, of course. You'll need my voice to get into the chem lab. I'm obviously not coming with you, so I'm giving you a recording of my dulcet speech. This recording should get you into the chem lab. I hope whatever you're after is worth the trauma. I wouldn't go back there if I was higher than the mercury levels in a can of salt tuna. Wait, take my gun while you're at it. If you end up dying on Gorgon, there's a non-zero chance I'll feel partially responsible. Neither of us want that. Ich brauche Hilfe, um die Sicherheitsmaßnahmen im Chemlabor zu überwinden. Du kennst dich hier besser aus als sonst irgendwer. Die, perhaps? Automechanical sentries are generally programmed to ignore corpses. I don't like the idea of going back to that place. To that life,
Yes, I know it's not me risking my throat gallivanting around Gorgon. It's you, for whatever madcap reasons you've got. I've helped you once, and I don't feel great about it. I made a clean break from Gorgon, and now it feels like you're asking me to tether myself back to that place. Erinnerst du dich an den belastenden Brief in deinem Terminal? Eine Tragödie, wenn ihn jemand absenden würde. I knew I should have deleted those letters. Of all the hull-headed things I've done while inebriated, writing subversive messages to my old managers ranks somewhere in the middle. Here, my personal security keycard. Ja, cool. There's a hallway near the processing room. It leads to a security terminal. Use this keycard to unlock the hallway and disable security. Ich sollte gehen. Ja, schön, dann hat sich das Erkunden ja doch ausgezahlt. Das finde ich gut. Das gefällt mir gerade richtig gut. Knacks. Dass wir das tatsächlich nochmal nutzen können. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. So, und hier ging es ja, glaube ich, dann zum hier runter. Und dann konnten wir hier, glaube ich, ganz normal rausgehen, wo wir die Rezeptionistin gefunden haben. Dann müssen wir die wahrscheinlich jetzt zurückbringen. Zu Groundbreaker. Und dann machen wir uns auf nach Gorgon. Genau. Tagebuch. Nö, haben wir tatsächlich nicht. Experiment gefährlich. Aber wir werden, glaube ich, erstmal zur VfK-Anlage dann fliegen. Zurück nach Gorgon, Landeplatz. Perfekt. Perfekt. Passt. Ach, wie aufregend. Jetzt können wir in die VfK-Anlage rein, wo ich mich letztes Mal so gewundert hatte. Wieso kommen wir da nicht rein? Wieso kommen wir da nicht rein? Jetzt wissen wir es. Oh, 207 von 220. Da sollten wir vielleicht das einmal zerlegen. Ach, das ist eine Wissenschaftswaffe, die wir gekriegt haben. Ach, dann behalten wir die auch nochmal. Mitarbeiterzugeständnisse. Lassen Sie. Ja. So, das alles weg. Dann werden wir auch noch. Error. Thurman suction nozzle not attached. This unit is unprepared for specialized eradication procedure. Kommen wir auch so runter? Ja. Genau, wo ist denn unser Verkäufertyp hier? Der war hier. Dann können wir da nochmal Schrott verkaufen. Hey again, Stranger. So, einmal handeln. Und Schrott verkaufen. 135 von 220. Das klingt doch gut. Und dann geht es zur VfK-Anlage. Die war hier. Sehr schön. Wieso sind denn jetzt hier wieder Plünderer? Die sind aber respawned, oder? Krass, wie schnell der sich bewegen kann. Und das hast du sehr gut gemacht, Sam. Du hast hier beide hier umgehauen. Armer Typ. Ja, ihr macht das schon. Oh, dem WK geht's aber nicht gut. Den Loot gibt's natürlich nicht nochmal, nur die Plünderer. Aber ja, die sind eindeutig respawned. Hier hatten wir aufgeräumt. Ach, ich mag doch keine respawnenden Gegner. Ich mag die doch nicht. Gut, hier hatten wir keine Hilfe bekommen bei der VfK-Anlage. Dann man rein. Guten Tag.
So, 72, 71 Meter, wir müssen da oben hin. Gut, hier wird es wahrscheinlich eh wieder nur einen Weg geben. Aber hier nochmal zu gucken, kann ja auch nicht schaden. Achso, was ich nochmal gucken wollte, ist unter Medizin. Hier ist auch noch alles toll. Medizin 80 wäre da vielleicht auch nochmal ganz nett. Dann könnte man noch ein paar mehr Boni machen. Man könnte jetzt auch noch mehr auf die Boni achten. Whatever disgusting thing this is, does not bode well. Lemony fresh aerosol canister requires... Ja, da hat sich Lügen mal wieder ausgezahlt. I'd like to believe that nothing this place throws at us could be worse than what we've already faced, but I'm not so sure. Hysterisches Testsubjekt, okay. Wahrscheinlich dann schon einen Schritt hier zu den Plünderern. Ich frage mich auch, wer diese mysteriöse Gestalt ist. Weil es wahrscheinlich niemand ist, den wir kennen. Wer weiß, ich weiß es ja. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, alles einsammeln hier. Speicher nochmal. Volunteers. Must be somewhat like how I volunteered to serve at the penitentiary. Hauptsache, Sam hat Spaß. Ja, so richtig einladen sieht das hier wirklich nicht aus. Mal annähernd. Und wir scheinen jetzt durch diesen Lüftungsschacht auch ganz gut abgekürzt zu haben, denke ich mal. Also es war jetzt relativ wenig Kampf bisher. Sehr schnell. So, war ich das jetzt mit Wiederbeleben oder war es die zweite Luft? Wahrscheinlich eher die zweite Luft. Yay, Level Up. So, die Frage ist, was machen wir als nächstes? Was ist denn die 150er-Fertigkeit? Chance auf Servieren wird nach 10 Sekunden, nachdem eine Robotereinheit dich angreift, zurückgesetzt. Hm. Medizin wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Jetzt können wir auf 60 kommen. Dauer von negativen Effekten auf Zielen plus 50%. Das ist jetzt mit unserer anderen Waffe gar nicht verkehrt. Wir könnten hier mit Technikvirtuose auch noch den Mod wiederholen. Weiß ich nicht. Das geht jetzt noch mehr auf Wissenschaftswaffen. Das bringt überhaupt nichts mehr, da noch weiterzumachen. Wir könnten noch Führung weiter nach oben machen. Oder halt Schlossknacken nach oben bringen. Schau in verschlossene Behälter hinein. Ja, gut. Oder wir machen nochmal schwere Waffen nach oben. Ja, wir werden schwere Waffen gehen. Ich glaube, das ist schon ganz gut.
Das ist schon ganz gut. Vor allem, wenn wir dann nochmal kritische Treffer erhöhen, oder die Chance auf kritische Treffer nochmal erhöhen, da haben wir deutliches Malus, deutlichen Malus drauf mit unserer Dummfähigkeit. Aber da können wir ja so ein bisschen entgegenwirken. So hoffe ich zumindest. Na gut, dann gehen wir durch die Tür. Gut, das macht ja auch Sinn, dass der VK immer als erstes drauf geht, weil er ja, weil wir ihm ja eine Fähigkeit gegeben haben, dass er sich ja gerade ins Feuer stürzt bzw. eine hohe Bedrohung generiert. Das versuchen wir herauszufinden. Aber gut, die Sache ist ja eigentlich klar. Hier wurde Arena Time produziert. Das hat alles nicht so funktioniert. Dann wurde es eingestellt und evakuiert. Wahrscheinlich ja auch, weil jetzt dadurch die das Bewusstsein so verändert wurde, dass die Plünderer hier entstanden sind und sie wollten es dann gerne verheimlichen. So könnte ich es mir jetzt zusammenreimen. Aber vielleicht steckt ja auch noch was Größeres dahinter. Ich meine, irgendwie haben sie es ja geschafft, Adrenor Time dann auch zu entwickeln. Wir benutzen es ja die ganze Zeit. Oh, das wird einfach ignoriert, die Nebenwirkungen. Und die sollen auch nicht ans Tageslicht kommen. Aber irgendwas muss noch sein, weil das kann doch nicht alles gewesen sein. Wer schießt denn jetzt hier die ganze Zeit auf mich? Ah, das ist der VK. Ah, ich kann die ganze Zeit auf den VK scheuern. Jetzt lauf doch nicht so weit vor. Bisschen Gift. So. Gibt's doch nicht. Rucksack-Mod. Und die nächste Tür. Es geht wieder rein. In die Anlage. Gucken wir nochmal ins Terminal. Beobachtungsloks. Oh ja. Parameter für Kooperationstests. Phasen des Kooperationstests. Erstens Dateneintrag, zweitens körperliche Anstrengung schonend, drittens körperliche Anstrengung anstrengend, viertens soziale Isolation, fünftens sanktionierte Gewalt. Gruppe SC1, Initialtest Phase 1. Das Testsubjekt SC1A bis K, den Testsubjekten SC1A bis K wurden Formulare und Schreibwerkzeuge mit der Anweisung überreicht, sie gemäß den Konzernstandards auszufüllen. Nach Fertigstellung wurden die Formulare von einem Techniker in ein vom Arbeitgeber sanktioniertes Schreddergerät gefüttert. Der Test wurde anschließend wiederholt. Beobachtungsnotizen. Freiwilliger SC1D Kendall weigerte sich nach Ausfüllen des zweiten Formularsatzes, weitere Tests durchzuführen. Freiwilliger SC1G nach dem fünften. Freiwilliger SC1B nach dem zehnten. Keine weiteren Widersprüche von den verbleibenden Freiwilligen. Der freiwillige SC1E Hobbs entpuppte sich als funktionaler Analphabet und wurde für ein frühes Vorrücken in die zweite Phase der Kooperationstests vorgemerkt. Einspruch von freiwilligen SC1D. Gruppe SC5, Initialtest Phase 2. Die Testsubjekte SC5A bis K erhielten visuelle Demonstrationen mehrerer körperlicher Übungen, Anmerkung, danke Testassistent Lehmann, und wurden dann angewiesen, diese entsprechend den verbalen Anweisungen zu wiederholen. Beobachtungsnotizen. Testsubjekt SC5A klagte nach 5 Minuten über körperliche Erschöpfung und missachtete zahlreiche verbale Hinweise.
Die Testsubjekte SC5A, 5E und 5K scheiterten nach etwa 15 Minuten. Test wurde nach 30 Minuten eingestellt, da der Techniker zu heiser wurde, um weitere Anweisungen zu geben. Gruppe ST27, Tests mittleres Stadium, Phase 3. Die Testsubjekte werden angewiesen, während der gesamten Dauer des Tests einem Parcours rund um den Testraum zu folgen. In zufälligen Intervallen ist der Techniker angehalten, durch verbale Hinweise zur Kursumkehr anzuregen. Beobachtungsnotizen. Von den verbleibenden 8 Testsubjekten der Gruppe ST27 reagieren 6 auf verbale Hinweise. Testsubjekt 63D wurde aggressiv und aus der Gruppe entfernt. Testsubjekt 63B kollabierte nach 30 Minuten nach Beginn des Experiments und wurde entfernt. Die verbleibenden Testsubjekte fügten sich für den Rest des Experiments allen verbalen Hinweisen. Addendum des Technikers: Beobachtungsdaten kompromittiert durch Geräteausfall. Techniker Embray-S wurde aufgrund von Dauerheulen für unfähig befunden, den Betrieb fortzusetzen und wurde zurückgestellt für Disziplinarmaßnahmen vorgesehen. Gruppe 63, Spätstadium, Test Phase 4. Die Testsubjekte werden isoliert und angewiesen, ein Mitglied ihrer Versuchsgruppe für die sofortige Entfernung aus dem freiwilligen Programm auszuwählen. Beobachtungsnotizen: Testsubjekt 63a nennt Testsubjekt 63f. Testsubjekt 63b ist für die Dauer der Testsitzung nicht ansprechbar. Testsubjekt 63c überlegt 5 Minuten 36 Sekunden lang, bevor es Testsubjekt 63e nennt. Testsubjekt 63d ist nicht in der Lage, sich an die Namen und/oder Identifikationsnummern der anderen Freiwilligen zu erinnern, nennt aber jedes von ihnen der Reihe nach unter Hinweis auf unmittelbaren Bedarf an zusätzlichen Injektionen mit Wirkstoff X. Testsubjekt 63e nennt Testsubjekt 63f. Testsubjekt 63f weigert sich für die Dauer der Testsitzung, den Anweisungen zu folgen. Testsubjekt 63g zeigt extreme Verwirrung und extrem emotionalen Stress, verlangt morgendliche Injektionen. Addendum des Technikers: Zum Zeitpunkt der vorherigen Notiz ist es 14 Uhr. Testsubjekt zeigt extreme Aggressivität. Testsubjekt terminiert. Gruppe 87, Spätstadium, Test, Phase 5. Testsubjekt wird angewiesen, auf ein verhülltes Ziel zu schießen. Ein dem Industriestandard entsprechendes Hilfsmittel zur Modellierung von Mode, Schaufensterpuppe. Testsubjekt wird nicht informiert, welcher Natur das Ziel ist. Beobachtungsnotizen: Testsubjekt hat auf das Ziel geschossen. Akustische Belohnung initiiert. Test wird zurückgesetzt. Testsubjekt hat auf Beobachtungsfenster geschossen. Automatische Sicherheitsmaßnahmen deaktiviert. Test wird zurückgesetzt. Testsubjekt hat auf anderes Testsubjekt geschossen. Automatische Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Test wird zurückgesetzt. Testsubjekt hat auf anderes Testsubjekt geschossen. Automatische Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Test wird zurückgesetzt. Testsubjekt hat auf das Ziel geschossen. Akustische Belohnung initiiert. Test wird zurückgesetzt. Testsubjekt weigert sich zu schießen. Testsubjekt weigert sich zu schießen. Testsubjekt weigert sich zu schießen. Addendum des Technikers: Testsubjekt reagiert nicht. Test wird zurückgesetzt. Ach, die Nachrichten haben wir noch. Eingehende Nachrichten. Eieieiei. Sicherheitseinrichtung. Angesichts bestimmter Vorfälle in jüngster Zeit möchte ich alle daran erinnern, dass es von größter Wichtigkeit ist, dass wir alle Richtlinien von Spacer's Choice bezüglich der Sicherheit befolgen. Ja, es gibt berufliche und finanzielle Konsequenzen, wenn jemand von euch für die Beschädigung von Firmeneigentum verantwortlich gemacht werden kann. Aber hier bei VfK gefährden Unaufmerksamkeit und Rücksichtslosigkeit auch die äußerst begrenzten Unternehmensressourcen und bedrohen unseren gesamten Produktionszeitplan. Denkt darüber nach, was wir alle hier erreichen wollen. Und dann denkt darüber nach, ob ihr derjenige sein wollt, der uns alle im Stich lässt. Glücklicherweise waren alle Verletzungen, die die Freiwilligen letzte Woche erlitten haben, geringfügiger Natur. Die Tests werden wie geplant fortgesetzt. Es wird daran erinnert, dass dem gesamten Personal geraten wird, sich auf der Krankenstation zu melden, wenn Symptome festgestellt werden, die auf der von LeBlanc Anfang des Monats bereitgestellten Mitteilung aufgeführt sind. Es wird dringend empfohlen, die zugeteilten Pausen dafür zu nutzen, da sich etwaige Produktivitätsverluste in den Gehaltschecks und oder dem Knebelvertrag widerspiegeln werden. Dr. Marion Blakesley, Testleiterin. Spacer's Choice, Pharmazeutika, Verbraucherforschung und Kontrolle. Betreff, nur eine Frage. Hey, du und André redet ab und zu über Wurfball, oder? Ist dir in letzter Zeit irgendwas an ihm aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass er die ganze Nacht am Schreibtisch gesessen hat. Ich wollte ihm zu seiner neu gefundenen Produktivität gratulieren, aber gerade habe ich mir seine Berichte angesehen und einige davon haben grundlegende Formatierungsfehler. Das sieht ihm überhaupt nicht ähnlich. Vielleicht könntest du ihn fragen? Wenn irgendwas mit seinem Terminal nicht stimmt, sollte er besser früher oder als später dafür sorgen, dass sich jemand darum kümmert. Angus Rain, Techniker, Beobachtungsraum. Und Blakesley, betrifft Zurücksetzung.
Wenn wir die Zahlen vom BKI diesen Monat erreichen wollen, werden wir unsere Testkapazitäten im Verlauf der nächsten Wochen verdoppeln müssen. Zu diesem Zweck müssen alle in der Beobachtungsabteilung mit der Beseitigung zusammenarbeiten, damit wir die Vorbereitungszeit zwischen den Tests halbieren können. Bringt die Freiwilligen dazu, aus dem Raum zu joggen, wenn es nötig ist. Aber versucht zu vermeiden, dass sie die Leichen zu Gesicht bekommen. Dr. Marion Blacksley, Testleiterin. So, dann haben wir hier noch R.E.R.E. Hey. Hör mal, Embray hat den Kopf verloren, weil er es nicht geschafft hat, mit der Arbeit Schritt zu halten. Wir alle wussten, dass er es nie zu etwas bringen würde. Die einzige Überraschung ist, dass er so lange durchgehalten hat. Ich weiß nicht, warum meine Berichte dich überhaupt etwas angehen, aber ich weiß, wie man mit einem verdammten Computer umgeht. Ich wette, Weaver hat dich dazu angestiftet. Ich habe letzten Monat doppelt so hart wie all die anderen in diesem Büro gearbeitet und jetzt hat sie Angst, dass ich sie überflügeln werde. Aber vielleicht liegt die Sache sogar noch simpler. Diese E-Mails waren mir früher einfach nur lästig. Aber jetzt beginne ich zu denken, dass deine Loyalität möglicherweise einem anderen Konzern gilt. So, dann zurück zum Stammverzeichnis. Nachrichten. Ausgehende Nachrichten. Betreff, der Boss. Hey André, Dr. Blacksley hat angefangen, ziemlich auf dir herunterzukommen. Gewöhnlich zur Morgenschicht. Sie hat nichts gesagt. Sie sieht nur eine Weile bei unseren Tests zu und steht dann auf und geht. Weaver hat, glaube ich, versucht, ihr einen Bericht zu geben, aber Blacksley hat sie nur angeschaut und damit hat er es sich erledigt. Glaubst du, wir machen was Falsches? Du würdest es mir doch sagen, wenn du etwas weißt, oder? Ich teile mein Mittagessen auch wieder mit dir. Und hey, super Spiel letzte Nacht, oder? Ricky Johansson, Techniker Beobachtungsraum. Und dann haben wir noch RE Mantisauria. Ja, für Phase 5 greifen wir wieder auf Schaufensterpuppen zurück. Ich schätze, keins der Testsubjekte hatte allzu große Gewissenskonflikte, auf Killerkäfer von Monarch zu schießen. Das sollte die Sache für euch bei der Beseitigung einfacher machen, oder? Der beste Teil ist, dass sich einer der Käfige letzte Nacht wohl nicht richtig geschlossen hat und ein paar der kleinen Mantilarven entkommen sind. Wer weiß, wo sie mittlerweile hingekrochen sind. Morley hat einen absoluten Anfall bekommen. Ich habe das Gefühl, er mag die Käfer nicht besonders. Das war viel zu lesen. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir dann weiter die VFK untersuchen und gucken, was hier für kranke Versuche durchgeführt wurden. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.